So, hallo, wir machen weiter. Bye. Super Mario Maker 2. Auch der letzte Part war synchron. Und furchtbar anstrengend. Und weil es noch nicht anstrengend genug war, und weil ich nicht mehr lange hier bin, machen wir jetzt mal wieder einen Part gegeneinander. Ihr wisst Bescheid, es dauert eine Weile, bis es sich verbindet. Das heißt, der Part könnte auch wieder etwas länger werden, weil wir zwischendurch Sequenzen haben, in der es sich verbindet. Zwei. Zwei. Okay. Ja, super. Ja, super. Sky Hi Jinx. Alles klar. Also. Was kommt aus der Röhre daraus? Ein Mancher. Okay, es leckt ein bisschen, aber es geht noch. Hier ist Pilz drin. Das ist doch schon mal sehr gut. Da hat sich das mit dem Pilz auch schon wieder erledigt. Da ist eine Münze, die wir vermutlich sammeln müssen. Vier Stück brauchen wir. Ich dachte, ich lande in der Sonne. Oh, es gibt aber auch einen Checkpoint. Dann hat sich das mit den Münzen schon wieder erledigt. Na? Oh, Yoshi. Ja, du kommst mit, mein Freund. Ich geh durch die Röhre. Was ist da drin? Ein Stern auf jeden Fall. Und wir sind im Ziel. Nee, sind wir nicht. Was ist das denn? Wait, 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 wait. Langsam. Da wäre nochmal. Oh shit, wir brauchen. Warte, was ist in dem Ding? Eine Feder. Er hat den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel, weil er an der Shell gestorben ist. Was? Wie viel Glück kann ein einzelner Mensch haben? Das Problem ist es noch nicht vorbei. Oh mein Gott, ich hätte die Shell losschicken müssen. Ich habe Angst, ich habe Angst. Wir haben gesehen, wir müssen durch eine rote Röhre. Er ist jetzt hier wieder. Also der kommt langsam nach, aber ich muss. Ich brauche die Feder. Ja, Rippner. Ich brauche nicht die Feder. Ich könnte da drüber rennen. Aber er ist auch gestorben. Oh Mist. Oh, was ist das für ein Level? Ja, ich wollte gerade sagen, man könnte sich hier natürlich jetzt den Kollegen holen. Mein Yoshi. Mein Yoshi. Mein. LOL. Das hat er gut gemacht. Der ist gleich wieder tot. So, jetzt aber mein Yoshi. Geh einfach den anderen Weg. Brauche ja den Stern nicht. Was wir brauchen, ist ja das da. So. Jetzt go. Und dann heben wir ab. Nichts hält uns am Boden. Wo ist meine rote Röhre? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay. Alles im grünen Bereich. Komme ich da hoch? Nein. Mist. God dang it. Ich hätte weiterfliegen sollen. Ach, komm schon. Das wollte ich nicht. Ja, komm, hol dir Yoshi. Ah, verdammt. Ah.
Der Schlüssel liegt in der Feder. Ich verstehe halt nicht, warum er durch die Röhre hier gehen will. Er hat nicht gecheckt, dass die Röhre, die wir brauchen, hier hinten die eigentliche ist. Das hat er nicht verstanden, ne? Okay, Feder ist da. Du kannst da ruhig durchgehen, aber ich habe die Feder. So, ich heb wieder ab. Und diesmal fliege ich wirklich einfach weiter. Guck mal, da unten ist er. Und da ist er gestorben. Da ist die Röhre! Da ist die Zielröhre! Yes! 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 Das war ein verdienter Sieg. Oh mein Gott, ich habe so viele dem Level rausgefunden. Uff. Aber war das jetzt ein gutes Multiplayer-Level? Ich sag mal Mittel. Na, selbst wenn man den Schlüssel hat, kann man es ja noch ordentlich versauen. Insofern, ja, ist okay. Kann man es so anbieten. Aber perfekt war es jetzt nicht für Multiplayer. Aber auch nicht das schlechteste Multiplayer-Level insofern. Eben Mittel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Start. Was ein Start. So, ProGamer 11, Timikooka und Faisan. Let's go. Ah ja. Oh je, ein langer Ladekringel gefällt mir. Ja. Das war's komplett. Aber ich nehme mir die Blume mit. Nein, 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 Toadette. Nein, Toadette, ich nehme mir die Blume mit. Ich nehme mir die Blume mit. Ja, oder auch nicht. Dann warte ich, bis die nächste Blume spawnt. Hier brauchen wir gar nicht loslaufen ohne Blume. Da ist die nächste Blume. So, jetzt nur treffen. Okay, die sind weg. Die ersten haben wir weggezündet. Nein, der Hammer! Och, Gott dang it, war das ein Volltreffer. Aber gut, dann zünde ich die so noch weg. Oh boy, es leckt halt. Das wird halt nicht angenehm, hier zu spielen. Oh, muss ich... Ich muss hier... Was? Ach so. Da kommt eine Plattform. Okay. Schnell los, bevor die anderen kommen. Nein, du gehst hier nicht mehr drauf. Du gehst hier nicht mehr mit drauf. Du gehst hier nicht mehr mit drauf. Mach dich weg. Gut. Das haben wir geklärt. Oh, komm ich da hoch? Yep. Gerade so. Oh nein. Ah, die fallen runter. Die fallen alle nur runter. Oh shit. Oh shit! Was habe ich jetzt wieder gemacht für ein Mist? Ah, das war kompletter Bullshit. Der Luigi wird gewinnen. Ah! Warum bin ich umgedreht? Ich hätte einfach weiter twirlen müssen. Ach Mist. Jetzt warte ich wieder auf die Blume. Hier klein durchlaufen bringt halt überhaupt nichts. Aber das Problem ist halt, dass der Luigi vorkommt. Du verzieh dich, meine Dame. Nein! Oh. Oha. Teamwork. Müssen die irgendwas zu zweit machen? Weg mit dir. Okay, wir haben die Blume noch. Ich frag mich, was da drüben ist. Ich frag mich, ob das schlau ist, dahin zu gehen. Oder ob da ein Bonus ist, der nicht relevant ist. Oder ob es da nicht mal weitergeht. Ah, es ist fucking Leben. Entschuldigung.
Habe ich nicht gesagt. Okay, mittlerweile haben wir ein paar mehr Plattformen gespawnt. Ja, moin. Aber er kann halt nicht ordentlich springen bei den Legs, ne? Ja, dieser Multiplayer. Immer wieder ein Erlebnis. Einmal hier. Oh, nein! Das war nicht, was ich bestellt. Oh mein Gott, der wird mich erwischen. Nein, er kriegt mich nicht. Und weiter. Okay, so. Ach, verdammt. Ich hab's gewusst. Nochmal kommt der Luigi ans Ziel. Schade. Schade, schade, schade. Keine Chance. Keine Chance. Und der Mario hat es auch geschafft. Aber wahrscheinlich war am Schluss so eine Plattform, auf der sie fahren mussten. Und dann haben sie halt gesagt, Teamwork. Wir stürzen uns nicht gegenseitig runter. Und kommen dafür beide ins Ziel. Das war nix. Das war nix. So, können wir das jetzt rausgehen hier? Die Lags sind vorbei. Wir haben es versaut. Dankeschön. Zum Level kann ich nicht viel sagen, weil es geleckt hat. Aber allein schon aufgrund der Plattformen und der Blume am Anfang ist es eigentlich nicht so gut geeignet. Ja, Mensch. Und leider keine neuen Elemente bisher im vernetzten Spiel gehabt. Das wäre ja was, was ich schön fände, wenn wir neue Elemente bekommen würden. Komm, wir starten mit 3 Spielern. Du brauchst jetzt nicht noch einen 4. zu. Oh. Wir können auch mit 2 starten. Los, auf. Haben wir vorhin auch schon gemacht. Los, auf jetzt. Husch. Oh. Ich hasse das. Los, wir starten jetzt mit 3 Spielern. Auf. Brauchst nicht runter. Runterzählen. Los, los. Husch, husch. Ja, dann halt 4. So, jetzt auf. Hör auf zu zählen. Wir sind 4 Leute. Los geht's. Komm, wir sind 4 Leute. Los geht's. Ja, danke schön. Faisan ist wieder dabei. Maxinator und Michi2506. Okay. Alle Rang B. Double Trouble. Klingt nach einem Bossfight. Gegen Wendy und... nicht Wendy. Gegen Pam, Dings und Bum Bum. Könnte ich mir vorstellen. Ach, auf jeden Fall leckt es schon wieder. Hurray. An mir liegt es nicht. Vorne hat es auch nicht geleckt. Da habe ich auch gespielt. Also, was soll ich tun? Einmal eine Stampfhatte. Ja, das war's komplett. Oh, es leckt nicht mehr. Oh, wir gehen da rein. Okay, ich verstehe. Ja, ihr müsst schon... Oh mein Gott, das leckt halt doch. So, kann ich jetzt in die Röhre? Dankeschön. Oh, ja, ich sag's ja. Es sind 2 solche Kämpfe. Beziehungsweise es ist ein Kampf und ein Plattformlevel oder keine Ahnung, was weiß ich. Ich gehe auf den Kampf jedenfalls. Ah, da ist er auch. Sehr gut. Es reicht ja, wenn einer den Schlüssel holt. Dadurch wird das Level eh noch nicht komplett beendet. Na komm raus. Ja, das war nix. Komm. Oh mein Gott, ey. So. Du kannst es aber halt auch einfach nicht vernünftig spielen bei den Legs. Oh oh. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, aber es ist ja nicht schlimm, wenn er den Schlüssel holt. Die Frage ist, brauchen wir beide Schlüssel aus beiden Räumen? Da würde ich fast befürchten, ja. Die Frage ist, kann man das hier schon sehen? Da kommt man raus. Ne, man sieht... Ach nee, das da ist wahrscheinlich die Röhre für den anderen Plattformkram.
Die Frage ist also, braucht man... Na, weil hier sieht man halt einen Schlüssel. Eine Schlüsseltür. Aber es könnte ja in beiden Abschnitten jeweils ein Schlüssel drin sein, der dann auch für beide relevant ist. Oh, die haben den ersten. Weißt du? Ah, die haben den ersten Schlüssel. Und der andere hat halt dann den anderen Schlüssel. Ach, geht halt einfach durch die Tür. Es wird kaum... Ja, der hat jetzt auch den Schlüssel. Okay, alle haben den Schlüssel. Ich hol mir erst den Pilz. Ich gehe nicht davon aus, dass da schon das Ziel kommt. Und wenn, dann habe ich eh Pech gehabt. So, erste Schlüsseltür. Oh, das war auch ein Schlüsselblock wahrscheinlich. Okay. Kommt jetzt wieder so ein Zweierraum-Ding? Ziel. Ah, okay. Aber wir erreichen das Ziel. Wir werden keine Punkte verlieren. Also nicht zu viele Punkte verlieren. Ja. Wir verlieren maximal 4 oder 5 Punkte jetzt. Weil wir zumindest das Ziel erreicht haben. Aber das Ziel ist direkt. Das hier ist die Röhre, die rechts vom Start ist. Wenn man einen der Spieler ausnutzt und über diese Blöcke hier drüber kommt, dann kann man das Ganze cheaten. Kein gutes Level für Multiplayer. Weil es am Ende nur auf die Schlüssel ankommt. Das ist kein gutes Multiplayer-Design. Hat ja auch nicht den Dings-Multiplayer, ne? Den Tag. Landet aber halt trotzdem da drin, leider. Was halt Schwachsinn ist. Aber was willst du machen? Ja, -4. Ist okay. So haben wir immerhin abgepuffert, den Sturz. Wir stürzen nicht so tief. Ach ja. Ach ja. Ach Mensch. 1 von 4, 2 von 4, los geht's. Wir machen 2 von 4, komm auf. Wir brauchen keinen dritten und vierten. Ach, komm schon. Viele Köche verderben den Brei. Es war vorhin mit 2 von 4, hat es am wenigsten geleckt. Woran man halt sieht, dass es nicht an mir liegt. Faisan ist wieder dabei, Maxi. Es sind alle drei wieder dabei. Warum hat denn das dann so lange gedauert, wenn die eh wieder dabei sind? 250 Münzen. Bumpty's Slider House. Wir sammeln jetzt zu viert mindestens 250 Münzen. Das heißt, es gibt mehr als 250 Münzen. Okay, also es geht in die Röhre. Und dann sliden wir da runter. Wahrscheinlich. Das wird so ein Rutschlevel. Und dabei sammeln wir Münzen. So, ich bin der Erste in der Röhre. Damit sammle ich auch erst... Damit kriege ich auch schon mal den ersten Pilz. Oh, ich kriege alle Pilze. Null. Alles klar. Okay, ja, es ist so ein Slider-Level, wie gesagt. Da oben gibt es dann ein paar Sachen. Da gibt es ein paar Sachen. Da gibt es Münzen. Die Frage ist halt... Ja gut, ich meine, wir sammeln ja alle Münzen. Insofern... Die anderen sammeln Münzen, ich sammle Münzen. Irgendwann haben wir halt die 250 zusammen. Und das Problem ist aber, der die 250. Münze sammelt, der erfüllt dann die Zielbedingung. Und der bekommt dann auch die Zielbedingung. Das heißt, es wird pures Glück, wer derjenige ist, der die 250. Münze sammelt. Und nur der kann am Ende auch durchs Ziel gehen. Außer man nimmt ihm halt die Zielbedingung wieder ab. Aber wer jetzt die 250. hat, das wird pures Glück sein. Dass wir sie zusammenbekommen, das ist ziemlich offensichtlich. So, ich bin am Ziel. Ich habe leider nicht 250. Oh! 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 Oh mein Gott, die 10er... Faisan hat die Bedingung erfüllt und ich habe den Schlüssel. Das war's komplett. Hä? Oh mein Gott. Wo wird der jetzt rauskommen? Ich muss Faisan treffen. Du bist nicht der, der die Bedingung hat. Du bist nicht der mit der Bedingung.
Weil du kannst halt jetzt auf den Gegner noch springen, der die Bedingung hat, und ihm die Bedingung abnehmen. Das ist das Ding. Und jetzt warten wir alle auf Faisan. Wo kommt der raus? Kommt er durch die... Er kann ja nicht durch die... Er kann ja nur durch die Tür hier durchkommen. Oh mein Gott, das gibt ein böses Erwachen für dich, mein Freund. Ich darf das jetzt nicht versauen, ne? Okay, er kommt. Er ist da drüben. Er kommt jetzt gleich durch die Tür hier. Lel? Oh, will er ihn abholen? Der hat gar nicht die Bedingung. Hä? Wer hat die Bedingung? Hat Toadette die Bedingung? Ne, wen haben wir noch? Toad haben wir noch im Rennen. Ist Toad Faisan gewesen? Ach, verdammt. Gehe ich auch nochmal in den Raum zurück hier. LOL, die haben mit dem Pau die Tür blockiert. Ja, aber wer hat jetzt die Bedingung? Toad hat die Bedingung. Wo ist der? Der wird nirgendwo angezeigt. Der ist noch in der Subworld oder was? Aber wenn er da drüben nicht angezeigt wird, ist er auch nicht da drüben in dem Raum. Dann ist er noch irgendwo in der Subworld. Hä? Ich geh jetzt hier durch, ich check's nicht. Wo ist der? Jetzt komme ich an Anfang, ne? Ja, genau. Jetzt ist die Zivilisierung da. Jetzt ist die Zivilisierung da unten. Jetzt kommt er gleich hier durch. Jetzt kommt er gleich hier durch. Da ist meine Zielbedingung. Nein! Wer kriegt die Zielbedingung? Yes! Yes! Komm schon! Nein! Er hat sie doch. Okay, er hat verdient gewonnen. Ich hatte sie ganz kurz. Ich hätte es schaffen können. Ich hab's versaut. Oh, er hat sie mir nochmal weggenommen. Verdient. Verdient, 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 verdient. So. Ich würde nicht sagen, dass es toll ist für einen Multileveler, aber es ist auch nicht komplett schlecht. Das Problem ist halt, es ist am Ende wirklich nur noch der Kampf um die Zielbedingungen. Und es ist pures Glück, wer sie als erstes hat. Weil selbst wenn alle viele Münzen sammeln, wer halt die 250. sammelt, ist halt pures Glück, ne? Aber ich hätte es haben können. Ich hab sie ja kurz gehabt. Ich war der Einzige, der sie kurz hatte. Und dann habe ich sie mir wieder abnehmen lassen. Weil ich dann sehr hektisch geworden bin. Machst du nix? Faisan ist wieder dabei, mich ist wieder dabei. Das war's komplett. Jetzt sind ganz andere dabei, auf jeden Fall. Aber auch hier wieder ein Level, wo leider nichts Neues drin war. Schade. So, spielen gerade nur 4 Menschen Mario Maker? Was ist das denn? Wieso kriege ich die denn die ganze Zeit? Super Mario 1 in a new style. Mensch, die Idee hatte noch niemand. Oh mein Gott. Also ich bin Mario diesmal.
Das soll schon mal feststehen. Und irgendeiner von denen leckt halt wie Sau. Und ich bin's nicht. Tschüss, Luigi. Oh, der New Style. Oh, shit. Ah, Mist. Ah, Mist. Warum mache ich jetzt einen Wandsprung weg? Ah. Die Frage ist, kann man in die geheime Röhre reingehen? Das müsste die hier sein, ne? Die Frage ist das schneller? Nein, dieses nicht. Vielleicht ist es die andere gewesen. Ah, Mist. Ich hab's versaut. Aber jetzt rennt sie natürlich durch. Ich habe jetzt eigentlich nur die Chance, wenn hier der Stern drin. In irgendeinem von den Blöcken ist der Stern normalerweise drin. Ist der neue Style jetzt einfach, dass unten Blöcke sind? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, danke schön. Aber die ist halt vorne. Die ist halt vorne, das ist das Problem. Ah, ich war am Anfang wieder zu dumm. Ja, ich war am Anfang einfach zu dumm. Jetzt ist sie im Ziel. Kommt das Ziel hier nicht? Oh, das Ziel kommt hier nicht. Mensch. Oh, wir müssen in die Röhre. Mist. Oh, komm schon. Why? Was ist das denn für ein Quatsch? Was kommt denn da unten jetzt? Ach, nö, komm. Sie hat's nicht bekommen. Wieso hat sie... Was? Toadette hat das Ziel nicht geholt. Die war als erstes an der Röhre, ist dann drüber gesprungen und ist jetzt zum Schluss nicht mal an die Flagge rangekommen. Was? Wie hat sie das denn geschafft? Wie hat sie das denn jetzt geschafft, dass sie das Ziel nicht hat? Hä? Das wird mich jetzt aber belasten. An ihrer Stelle. Also gut, Toadette war natürlich jetzt hier der... Wer war das denn? Ist ja völlig wurscht, wer das war. Ich gehe wieder raus. Ich will andere Spieler. Mit denen leckt's. Warum kriege ich immer nur die? Kann doch nicht sein. Wir müssen doch noch mehr jetzt spielen. Was ist das denn hier? Und ich will neue Elemente im Multi haben. Warum gibt's die noch nicht? Also die gibt's schon, ich bekomm's sie nur gerade nicht. 3 von 4. Komm, lass starten. Los, auf. Husch, husch. Ach Mensch, ein Spaß für die ganze Familie, dieser Multiplayer. Immer wieder schön. Yay! Maxinate und Michi. Okay, wenn es jetzt leckt, ist es einer von den beiden. Weil Faisan ist nicht dabei. Wer leckt von uns? Ich bin's nicht. Das lädt schon wieder 3 Jahre lang. Oh mein Gott. Wait, es leckt doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Nice. Gib mir einfach keinen Propellerpilz. Ist okay. So, ich probiere jetzt erst die Röhre hier aus. Ah, es war ein Kur... Kannst du halt nicht wissen. Kannst du halt nicht wissen, ne? So ein Quatsch. So ein Quatsch. Also allein das Level an sich ist schon Quatsch. Und im Multiplayer ist es noch mehr Quatsch. Kannst du halt einfach nicht wissen, dass das Ziel da direkt kommt. Machst du halt nix. Und Faisan ist der, der leckt.
Halleluja. Das heißt, Maxinator und Michi Dings können bleiben. Und wenn Faison wieder dabei ist, irgendwann, wissen wir, wie das laggt. Aber es sind wieder die zwei! Spielt denn gerade niemand sonst? Was ist das denn? Kann doch nicht sein! Warum kriege ich denn nur die? Ich habe ja sogar beendet und neu gestartet. Dann müsst ihr ja Neues suchen. Wer ist es jetzt? Polrock, Michi und Maxinator. Okay. Also Faison ist raus. Und Polrock ist neu. Aber die anderen zwei sind wieder dabei. SM3D World 1-1. Er hat den Gegeneinander-Tag. Ist also für Multi konstruiert worden. Wer bin ich denn? Hallo? Ach so, Luigi. Ja, moin. Das war's komplett. Vor allem, wenn das wirklich nur 1-1 ist, ist es halt vorbei. Weil dann ziehen die einfach durch jetzt. Oh, nee. Und ich hab nie... Oh, mein Gott. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, hier aufzuholen. Die sterben halt auch nicht, wenn es 1-1 ist, weil da schafft man hier nicht zu sterben. Wenn man nicht so doof ist, wie ich gerade. Wieso leckt's jetzt eigentlich doch? Okay, Toadette hat's erwischt. Wir müssen hier durchrennen. Es hilft nichts. Ja, Mist. Oh, nee, die... die Röhre ist ja komplett dumm. Wo ist das Ziel? Ja, nichts ist... Nichts ist mit Ziel. Ah, einfach durchrennen. Aber dann ist es für Multiplayer okay, das Level. Ja, für Multi ist das voll in Ordnung. Also es hat zu Recht den Gegeneinander-Tag. Och Gott, ey. Dann kann ich auch auf Weiterspielen drücken, wenn ich eh die gleichen Pappnasen immer bekomme. Dann ändert sich das nicht. Dann geht's vielleicht sogar schneller. Es kann doch nicht sein, dass jetzt weltweit nur die, wir vier hier gerade Multiplayer spielen. Wie funktioniert das denn? Dass der mir immer die gleichen gibt. Will die nicht. Und selbst wenn es nach Rang geht, dass nur die vier, die B-Rang haben, jetzt... hä? Nee. So, 2 von 4. Gegen wen spielen wir? Hallo, die Zeit ist abgelaufen. Start jetzt das 2 von 4. Oh, leck mich doch fett. Alter, erweitere dein Spielerlebnis, ne? Immer wieder herrlich. Zwei von vier. Der Multiplayer ist... jede Folge Multiplayer. Schimpfe ich einfach nur über den Multiplayer. Weil er halt einfach ein Multiplayer ist. Der könnte so gut sein, wenn Nintendo ein bisschen weniger Mist damit gemacht hätte. Dann könnte der so gut sein. Ah, so, wenn... Oh. Warum? Faison und Michi sind wieder dabei. Monte Pimayama Parte 1. Und mit einer Zielbedingung. Was war die Zielbedingung? Ich habe es nicht gesehen. Aber wenn Dings dabei ist, dann leckt's wieder. Ja, moin. Alle One-Up-Pilze 2. Ach, Faison, geh raus, du leckst, ey. Was hat's dir jetzt gebracht, Toad? Wow. Wow, Toad, das hat's dir jetzt so richtig gebracht. So, ich gönn mir mal den Pilz hier. Also wir müssen 2 Leben sammeln.
Was? Wir müssen das... Boah, seid ihr dumm? Da, jetzt kommt der Wiggler runter und dann kommen die Leben wahrscheinlich runter oder so. Quatsch. Ach nee, der Schlüssel kommt hier. Wenn wir den Koopa jetzt noch killen, ja? Das heißt, ich habe den Schlüssel. Oh shit. Wait, wieso habe ich nicht den Schlüssel? Wieso hast du den Schlüssel? Ja, okay. Ach, ich glaube, das ist dieses Ding, wenn man ihn mit On-Off-Blöcken killt, dann bekommt derjenige den Schlüssel, der am nächsten einfach dran ist. So, aber der Schlüssel nützt ja eh nichts. Wir brauchen doch eh die Leben, ihr Pappnasen. Also könnt ihr... Ja, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Die Frage ist, wo sind die Leben? Ich kann jetzt halt ohne die Tür hier zu benutzen, hier durch. Und die... Ja, die haben es jetzt komplett versaut. Die kommen jetzt hier nicht mehr rum. Aber hier gibt es die Leben nicht. Wo sind die Leben? Sind da Leben drin? Es könnte halt sein, ne? Aber es heißt ja mindestens zwei Leben. Das heißt, es wird mehr als ein Leben geben. Hier kann kein Leben drin sein. Da unten in der Box könnte ein Leben sein. Gucken wir mal nach. Yes! Leben Nummer 1. Die Sache ist die, derjenige, der jetzt das zweite Leben sammelt, bekommt automatisch die Zielbedingung. Dass ich den Schlüssel habe, nützt mir gar nichts. Sie haben mich mittlerweile eh gleich eingeholt, fürchte ich. Oh. Sind hier versteckte Blöcke, oder? Wie soll ich da hochkommen? Habe ich was verpasst? Shit. Kommt hier noch ein Springboard? Da muss noch ein Springboard... Okay, da drin muss ein Springboard sein. What the heck? Was ist hier drin? Nichts. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ich gehe hier weiter. Ich gehe hier weiter. Ich brauche halt noch ein Leben. Hier sind so viele Blöcke, da könnte überall ein Leben drin sein. Das ist eine Blume. Könnte hier ein Leben drin sein. Und, okay, es könnte... Oh mein Gott, es könnte überall ein Leben drin sein. Oh mein Gott, nee. Okay, safe ist in den Dreierdingern ein Leben drin. Da kommt eine Pflanze raus, gut zu wissen. Da ist mein Leben. Ich habe die Zielbedingung. Nice. So, ab ins Ziel. Mein Sieg. Weil, um die mir jetzt wegzunehmen, müssten die auf mich springen. Und dafür müssen die mich erstmal bekommen. Und die sind meilenweit von mir weg. Problem wäre, wenn ich sterbe, dann verliere ich die Zielbedingung. Ja, das war's. Nice. That's it. Get fucked, boys. Oh mein Gott, was ein dummes Level. Auch wenn ich es gewonnen habe, für Multiplayer ist das schon wieder nix. Na, erst die Sache mit dem Schlüssel. Dann die Zielbedingung. Für Multiplayer ist das nix. Vor allem, ich habe halt einfach nur Glück gehabt, dass die...
doof genug waren, sich vor dem Schlüsselloch zu positionieren, um mich da hoch zu hieven und ich dann da drüber konnte und die somit nicht die Chance hatten, noch durchzukommen. Das war halt mein großes Glück, weil so konnte ich Vorsprung aufbauen und die hatten halt keine Chance, weil ich ja den Schlüssel hatte, da noch durchzukommen. Das war komplett dumm gebaut. Das war komplett dumm gebaut und es war richtig, richtig mies. Aber hey, was tut man nicht im Multiplayer alles, um zu gewinnen, ne? Da ist man dann halt auch mal die Snitch. Oh Mann, eine Runde noch, dann hören wir auf. Das ist so dumm. Aber wir haben jetzt schon wieder richtig viel aufgeholt, ne? Das waren jetzt gerade 54 Punkte. Wie viel haben wir verloren im Laufe der Folge? Ich weiß es nicht. Aber wir waren irgendwo in der Mitte, jetzt sind wir weit in der Mitte. Michi und Gumbar, das dürfte jetzt theoretisch nicht laggen, weil ja Faisan nicht dabei ist. Und das hat er wegen Faisan. SMB11, Noah's Ark Rework. Noch ein SMB11 Level. Ah ja, okay, jetzt muss ich wirklich schnell nach hinten rennen. Wenn das wirklich einfach nur ein Remake... Oh nein! Okay, okay. Es ist ein Remake mit Wasser. Okay, das macht die Sache komplizierter. Und vielleicht auch sinnvoll, sich den... Danke. Danke für nichts. Oh shit, der ist weg. Ah, verdammt. Aber ich hole mir trotzdem den Pilz. So viel Zeit muss sein. Und wir gehen durch die Röhre. Wir versuchen es. Er ist verreckt. Die müsste hier sein. Die ist nicht hier. Da ist sie. Okay, die Frage ist, sind wir schneller? Ich fürchte, nein. Wobei das Wasser gerade wieder steigt. Vielleicht? Yes, wir sind vorne. Yes, wir sind vorne. Oh, yes. Oh, yes. Yes, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Yes. Okay, wir spielen noch so lange, bis ich wieder verloren habe. Machen wir es so. Ist das jetzt ein gutes Multilevel? Naja. Mittel, würde ich sagen. Aber es hat funktioniert. Oh mein Gott, ey. Oh. Viel zu viel Glück. Vor allem, dass die halt die Röhre nicht genommen haben. Das ist das Glück. Weil ich meine, jeder kennt die Röhre in SMB11. Eigentlich. Und hier war halt das Glück... Weil normalerweise, wenn du oben weiter rennst, bist du schon schneller als durch die Röhre, wenn du das gut spielst. Ach, hasse alles. Aber hier war halt die Sache, dass ja das Wasser steigt und dann kam der halt nicht weiter. Und deswegen war dann durch die Röhre am Ende doch der schnellere Weg. Da, Gott, ey, zu viel Glück als Verstand. Aber auch hier keine neuen Elemente. Ich krieg heute keine neuen Elemente mehr im Multiplayer. Sad life. So, wen haben wir? Michi und Sergio. Okay. Und ich bin Luigi. Shroomy Shindig. Shindig. So, keine Zielbedingung, einfach durch. Individuelles Level. Ja, moin. Holen wir uns den Pilz? Riskieren wir es? Ja. In der Hoffnung. Ja, okay, der erste ist verreckt. Das war's komplett.
Problem ist, der Toad ist noch nicht verreckt, ne? Der ist in irgendeiner Subworld sogar gelandet. Oh, wait. Hä? Okay, da unten kann man lau. Okay. Okay, jetzt bin ich vor... Da ist das Ziel! Diese scheiß Notenblöcke! Nein! 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 Na, diese scheiß Notenblöcke! Da! Der geht ins Ziel. Ich kann's nicht ändern. Ich brauche den Pilz. Ich sterbe da unten sonst. Ja, Mist. Ach. God dang it. Oh Mann, wir hätten's haben können. Ah, oh, das ist ärgerlich. Du kriegst ein Buh für zu kurz und für Notenblöcke. Mann. Ein Müll. Ach, ich hasse diese Notenblöcke. Ich hätte einfach ruhig bleiben müssen. Ich hatte ja... Die waren ja alle weit weg. Ich hätte mich nicht hetzen müssen. Ich hätte einfach warten müssen, bis ich wirklich hochspringe. Und nicht schon rüber. Ach Mann, warum bin ich denn immer so hektisch, wenn sowas kommt? Oh, nee, ey. Boah. Machen wir zum Schluss noch ein paar Ninji-Speedruns. Ich meine, der Part ist jetzt eh, ne? Der Hauptteil ist jetzt durch. Wir machen einfach noch ein paar Ninji-Speedruns. Zum Runterkommen. Oh, ey. Ist das gerade wieder bitter gewesen, einfach? Ist das gerade wieder bitter gewesen? Aber machst du halt nix? Geil! Ja, perfekt gemacht! Mensch! Habe ich das perfekt gespielt. Unglaublich. Ja, moin. Das gibt's doch nicht. Ja, lol, das wollte ich heute überhaupt nicht haben, aber ist okay. Mist. Ja, so viel Zeit verliere ich da jetzt halt auch nicht, wenn ich den Quatsch mache. Mist. Da geht's schneller, wenn man direkt hochkommt, aber ja. Wenn man halt so blöd ist, kriegt man es halt nicht hin, ne? Das ist halt leider so ein Fakt. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch so oft früher da hochgeschafft. Komm, ey. Aber so hat er das... Wie hat denn Beast das gemacht, dass das bei ihm so schnell ging?
Jetzt musst du wirklich die Technik... Alter! Haben die Münze verschoben? Warum krieg ich die denn nicht mehr? Ich hab doch da sonst keine Probleme mit. Ich hab das doch sonst auch dann da hoch geschafft. Warum krieg ich das nicht mehr hin? Verstehe ich nicht. Oh Mann! Verstehe ich echt nicht, ne? Ja, moin. Das war's komplett. Alter! Jetzt mal im Ernst, was bin ich denn? Dass ich den Sprung nicht mehr hinkriege. Dann nicht mehr hier hochkomme mit genug Sprung. Alter, was ist das denn? Aber das kostet doch auch wieder zu viel Zeit. So machen wir das doch nicht. So ist das doch falsch. Ja, ich verfehle halt gerade alles einfach. Jetzt habe ich es mal wieder geschafft, ja Mensch. Geschehen noch Zeichen und Wunder. Bin ich jetzt hier wieder zu dämlich für? Dude! Ja, das war wieder der verkorkste Anfangssprung. Jetzt habe ich es wieder geschafft. Gibt's doch nicht. Das war zu wenig. Sag ich ja. Oh, es ist so knapp immer. Aber was soll's. Ah, Mann! Ich bin da zu... Das war gut. Jo. Wenn man dann mal einen guten Start hat, dann versaut man den Rest, ist doch klar. Wie sollte es denn anders sein? Ja, das war's komplett. Oh Gott, war das schlecht. Ich krieg's überhaupt nicht mehr hin. Wir können auch den Dingsweg gehen, aber halt noch, ja, genau. Das klappt halt noch weniger. Es ist echt richtig schwer, die Zeit noch zu verbessern, die ich schon habe. So, jetzt muss das halt... Ja! Das ist halt Quatsch jetzt, ne? Ah, das ist halt nix. Kann ich gleich beenden. Das ist halt nix. Danke für nix, wieder mal. Das war wieder zu wenig. Jetzt kommt nicht mal was raus. Ja, ist egal.
Ja, hallo? Aber wo muss ich denn... Ach, jetzt ist es schon wieder kaputt, das Ding. Wo muss ich den denn da hinten dann am besten treffen, dass dann alles offen ist? Das könnte passen. So, so, ich treffe den hier. Dann hier vorsichtig. Dann hole ich mir den. Und jetzt wo in etwa? Hier, ne? Ja, jetzt ist alles offen. Trotzdem bin ich halt viel zu langsam. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt habe ich nicht mal die richtige Münze mitgenommen. Und ich bin trotzdem noch viel zu langsam. Uff. Ist das belastend, ey. Muss halt einfach perfekt alles passen. Ich hab die... Die ist nicht offen, ne? Die wichtige Münze ist nicht offen. Ich hab's gesehen. Ja. Das hätte aber sich nur um eine Sekunde, hätte ich mich gerade, glaube ich, verbessern können. Ja, da fällt die Flasche einfach mal um. Ach Mann. Nee, keine Chance. Nee, es bleibt bei meiner Zeit. Es ist mir zu... Nee. Nee. Es ist halt echt die Technik, an der es scheitert. Na, hier fängt es ja schon an, dass ich da nicht immer hochkomme. War jetzt halt schon wieder kompletter Müll. Mist! Dann wäre ich da wieder getroffen. Das braucht es halt auch nicht, ne? Da darf ich halt im Prinzip auch gar nicht zögern. Das muss halt alles zack, 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 zack gehen. Nein! Das hat nicht gepasst. Da muss ich mittiger gehen. Ah, es war aber ein guter Start, fand ich. Es war ein guter Start an sich. Das war nix. Mann! Dass ich da direkt getroffen werde. Ey, das... Diese erste Münze. Die ist direkt so der Aggressionsmacher, diese erste Münze, ne? Weil man da jedes Mal neu starten darf, wenn man die schon nicht hat. Oh Mann! Das meine ich. Krieg ich ja die Krise. Jetzt, es ist natürlich wieder zu langsam, aber ist egal. Ich meine, das kostet jetzt noch keine... Alter! 5 Sekunden wollte ich sagen. Dann war es eh schon wieder vorbei. Ach, jetzt... Aber die halt überhaupt nicht mitzunehmen, das kostet halt Zeit. Weil ich dann wieder neu starten darf. Will ich nicht. Nein, ich war oben! Ich dachte, ich komme nicht hoch und dann habe ich gestoppt. Dieses blöde Ding auch noch nicht. Boah. Pass auf, noch 5-mal die Münze am Anfang verpassen und wir sind durch. Dann ist Schluss. Dann habe ich keine Lust mehr. Natürlich komme ich jetzt nicht hoch. Aber ich habe die Münze nicht verpasst, deswegen ist das okay. Boah, man muss so exakt diese Ecke treffen, dass das funktioniert. Ja, lieber mache ich da ein bisschen auf Nummer sicher. Und kann dann hier trotzdem ein bisschen weiter testen. Und jetzt wurde ich wieder getroffen.
Mann, ey. Keine Chance. Ich weiß gar nicht, wie schnell es ist, einfach durchzulaufen. Keine Ahnung. Ist an sich auch egal. Jetzt habe ich aber alles aufgemacht. Jetzt habe ich alles aufgemacht. Okay. Das könnte ein neuer Rekord für uns werden. Yes! 2 Sekunden besser. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Uff. Und es war halt immer noch total janky gespielt. Wenn man das jetzt noch verbessert. Es war doch jetzt was, glaube ich, doch sogar ein One, wo ich am Anfang nicht komplett hochgekommen bin. Sondern mit einem Sprung hoch bin, ne? Ah, wenn ich das noch besser gemacht hätte. Ärgerlich. Na, ich habe ja so was am Anfang gemacht. Es hat zwar nicht so viel Zeit gekostet, aber es ist halt trotzdem ein Faktor. Passt, alles ist offen. Was? Nein, ich bin hier hängen geblieben. Ärgerlich. Um nicht zu sagen, belastend. Dann bleibt da manchmal auch. Ich kann auch manchmal nicht runterdrücken. Der zieht manchmal noch höher, obwohl ich das gar nicht will. Das habe ich. Oh. Das habe ich auch noch nicht raus. Aber wir haben eine bessere Zeit. Das ist schon cool. Das hat doch jetzt nochmal die Viertelstunde gelohnt. So. Egal. Das hier müsste halt noch flotter gehen. Haben wir... Nein, ich habe die wichtige wieder nicht erwischt. Ja, moin. Das war gut. Das müsste bis hoch gehen. Ja, sehr schön. Ich habe die richtige erwischt, okay. Runter, 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 runter. Abflug. Abflug, 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 Abflug. Nicht die Münze verpassen. Okay. Belassen wir es dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich habe eine bessere Zeit. Ist für mich in Ordnung. Bei 31 bin ich jetzt durch. Und tschüss.